Wisst ihr was? Wir fahren heute nach Disneyland! Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Disneyland und Retro Club und hoffentlich auch Gregor-Freunde da draußen an den Empfangsgeräten. Ich darf euch wieder mal empfangen zu einer wunderbaren Retro-Gaming-Show und zu einer, bei der es um Disney geht. Da gehen wir nämlich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ich finde schön, dass wir uns auch mal mit Themen beschäftigen können, die multimedial sind. Natürlich werden wir hauptsächlich über die Videospiele sprechen, aber Disney ist ja so ein großes Feld, was häufiger mal bestellt wurde. Hier im Retro-Club vor vielen Jahren mit der lieben Katharina hatte ich gemeinsam hier ja schon mal, glaube so eine Liste der besten Disney-Intros und Games euch präsentiert. Und heute wollen wir ein bisschen was anderes machen. Wir werden uns nämlich um vergessene Disney-Gaming-Klassiker kümmern. Um Disney-Games, die wir nicht mehr so richtig auf dem Radar haben und wo ich auch noch mal gucken musste. Ach, das gab's wirklich. Das ist doch schön. Eine andere Gelegenheit, wo man sich diese Frage stellen kann, ob es zu Disney oder anderen Gaming-Themen ist es, wenn man mal mehr Bescheid wissen möchte. Und dafür haben wir in Bälde ein schönes Buch für euch am Start. Ab dem 21. Oktober 2021 wird nämlich das ABC der Videospiele von V wie Visual Novel bis zu C wie Commodore 64 oder Amiga, ist alles mit drin. Ein Sammelsurium an Themen, an Bonmots, an Anekdoten. Da habe ich schon seit einiger Zeit dran gearbeitet. Wir sind bald hoffentlich fertig. Wenn ihr es seht, vielleicht sind wir sogar schon, ne, wenn ihr diese Folge dann euch anschaut und könnt das Buch bald in Empfang nehmen. Es war viel harte Arbeit und ich hoffe, dass sie sich auch in guter Qualität und viel Lesespaß für euch dann äußert. Links zu dem Buch sind unten in der Videobeschreibung auf YouTube und nochmal in den Comments vermerkt. Also, Disney Games, die ein klein bisschen obskurer sind. Ja, wenn ihr euch die andere Sendung mal anschaut, die ist auch nochmal verlinkt unten hier in der YouTube-Beschreibung, also diese alte Sendung. Wenn man über Disney-Spiele spricht, dann kommen häufiger mal die üblichen Verdächtigen da. Und ich schließe mich nicht aus. Oh, lass uns noch mal über DuckTales sprechen oder über Tailspin oder über Chip und Chap auf dem NES oder über, wir lassen mal die erste Matz laufen, Castle of Illusion auf dem Sega Mega Drive. Mickey Mouse hat natürlich x Spiele bekommen und gerade Castle of Illusion ist ein absoluter Klassiker, das spiele ich immer noch sehr gerne in allen möglichen Versionen, habe ich dementsprechend auch hier gezeigt. Aber wie gesagt, es ist nicht das einzige Mickey-Game, es gibt so viele Mickey-Spiele, ne? Und wir haben zuletzt sogar auch noch mal ein weiteres gesehen mit Mickey Mania vor einiger Zeit. Dafür wollen wir jetzt nicht noch mal die Zeit aufwenden, aber über das vielleicht früheste Spiel, das früheste Disney-Spiel, was ich gezockt habe damals und wo ich auch viel Zeit investiert habe als kleiner Bub, der natürlich dann Mickey Mouse und Comics und das alles genossen hat. Das hieß nämlich Sorcerer's Apprentice für das Atari. Wir können gerne aufs In-Game drauf gehen. Und seht ihr, wie hochqualitativ für das Jahr 1983 das hier ausschaut. Sorcerer's Apprentice ist ein Videospiel zum Film Fantasia. Also, wo Mickey als Zauberer unterwegs ist, wo es diese ganz abstrusen Szenen gibt. Das war eines der Spiele, die ich damals als Atari 2600 Kassette als ganz, ganz kleines Kind gehabt habe. Wahrscheinlich aus dem Fundus meines Onkels dann mitnehmen durfte und daheim gezockt habe. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, den Film hatte ich damals noch nicht gesehen, aber das Spiel habe ich schon gezockt. Das Game funktioniert so. Ihr hört die Musik. Ja, Mickey in seinem Zauberhut ist hier auf dem Feld und ich muss Sternschnuppen einfangen. Ich kann nach oben schießen und diesen Schuss auch noch so ein bisschen lenken und ich muss die Sternschnuppen abschießen und ich bekomme Punkte dafür. Aber es ist nicht das Einzige, was man hier macht, denn wenn ich hier da vorbeigehe, gehe ich durch eine Tür und da kommen Besen, die Eimer voller Wasser haben. Ich glaube, das ist auch direkt aus dem Film. Also so wie früher häufig solche Atari-Spiele gemacht wurden. Da jetzt mal gehen wir mal wieder hoch und sammeln ein paar Sternschnuppen ein, weil da verpassen wir sonst einiges. So. Nicht hier, guck mal, wie viel kriege ich? Krieg schon einiges Punkte dafür, für die Sterne, die runterfallen, die ich dann einfangen muss. Ich habe den Film jetzt nicht mehr so präsent im Kopf, um zu sagen, das war genauso im Film, was die hier umgesetzt haben. Häufig würde für solche Videospiele, weil ich meine, was willst du mit der Atari-Technik sonst machen? Ne? Die suchen sich ein oder zwei Szenen aus dem Film aus oder irgendeine Idee und versuchen das auf irgendein Konzept umzusetzen. Dass du hier essentiell Space Invaders mit Sternschnuppen einfangen machst, ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und diese komische Sache, wenn du hier rüber gehst, ich will mal kurz gucken, ob das ah, genau, dass man dieses Element eben noch hat, wenn ich mehr als genug
Muss ich jetzt die Eimer hier nochmal runterpacken? Ich weiß noch gar nicht mehr. Ich glaube, wenn ich die Besen durchgehen lasse, ja? Die Besen füllen langsam das mit Wasser auf und ich darf es natürlich nicht passieren lassen. Da muss ich also die Besen aufhalten. Und unten kommen nochmal Eimer, die das Wasser hier runterpacken. Ich darf das Wasser nicht rübersteigen lassen. Wahrscheinlich irgendwas, was im Film so passiert ist. Und ich muss das damit dann abwägen, wann sammle ich die Besen hier ein. Wobei das Besen einsammeln viel cooler ist. Guck mal, ich krieg 20 Punkte für so einen Besen. Das hält das Wasser dann unten. Ja. Und anstatt, dass ich hier diese Sternschnuppen einsammle, aber anscheinend ist das für die Abwechslung wichtig. Die Sternschnuppen bringen jetzt hier nicht so viel. Das Abballern, warte mal, wie viel habe ich? 1086. Oh Gott, das ist teilweise auch wirklich schwer zu treffen. Ja gut, die bringen auch so 20 Punkte. Also das kriege ich dann schneller hin, indem ich die Besen damit nehme. So viel mehr hat das Spiel nicht. Ja, ich habe es eine Zeit lang gespielt als Kind. Man hat ja nicht mehr. Und natürlich, wann hast du auch mal ein Spiel, wo du Mickey spielen kannst? Das hätte sich gerne auch noch mal anders umsetzen müssen. Das ist ein Spiel, was wahrscheinlich zu Recht vergessen wurde heutzutage. Es gibt ein weiteres Fantasia-Game auf dem Sega Mega Drive. Das hätte ich hier auch featuren können in der Sendung. Habe auch kurz drüber nachgedacht. Aber das ist so schlecht, dass ich es in einer anderen Sendung gerne noch mal konkreter zeigen möchte. Und das wäre hier so ein bisschen verschenkt. Also freut euch drauf oder fürchtet euch davor, dass wir das andere Fantasia-Game mal genauer in Blick nehmen. Ja, ich denke mal, die wenigsten von euch kannten wahrscheinlich Sorcerer's Apprentice genug. Ich glaube, ich habe jetzt wieder mehr Sorcerer's Apprentice gespielt als in den letzten 25 Jahren zusammen hier. Und ich habe auch schon genug davon. Das war eines der Spiele, ja, eines der eher vergessenen Disney-Spiele. Und ich habe mal versucht, also ich könnte mich jetzt noch mehr eben, wie gesagt, um Mickey Mouse Games kümmern, aber ich wollte bei verschiedenen Disney-Charakteren und Franchises mal hingehen und schauen, hey, es gab andere Games zu diesem Franchise oder es gab überhaupt Spiele dazu. Und eine Sache, die mich verwundert hat, wir fahren nach Disneyland, das war nicht sprichwörtlich gemeint, sondern das war wirklich, das machen wir nämlich jetzt auch, nämlich rein digital. Wir werden nämlich nach Disneyland fahren in einem Game für das Nintendo Entertainment System. Und um darauf richtig eingestimmt zu sein, habe ich einen Werbespot rausgesucht, der damals im amerikanischen Fernsehen gelaufen ist. Now, in a kingdom very near. Artu, do hurry. The passengers are boarding. Prepare yourselves. Welcome aboard. For the newest thrill attraction from the imaginations of Disney and George Lucas. Because now, the adventure is real. Star Tours. The newest thrill in the universe. At Disneyland. Stell mir gerade vor, wie bei manchen Leuten wahrscheinlich der Heimfernseher mittlerweile größer ist als diese Leinwand mit den Schüttelsitzen, in die man sich da reinsetzen kann. Oh Gott, ich fliege direkt durch den Graben. Aber in den 80ern war das wahrscheinlich noch beeindruckend. Ja, eines der Fahrgeschäfte da, die man machen konnte in Disneyland. Ich selbst, ich bin, muss ich zugeben, noch nie in Disneyland gewesen. Meine Schwestern waren da mal vor vielen, vielen Jahren bei einer USA-Reise gewesen. Aber ich leider nicht. Auch nicht in Disneyland Paris. War bei den deutschen Vergnügungspark. Aber ich bin auch nicht der größte Vergnügungspark-Fan, muss man sagen. Wenn man sich wahrscheinlich darauf einlässt, wird man die Zeit seines Lebens haben. Oder man muss sich mit dem hier dann trösten. Adventures in the Magic Kingdom. Ein Spiel, was in Disneyland verortet ist. Und in verschiedenen anderen Parks. Ich glaube, da ist man auch in Disneyland Japan oder Disney World oder irgendwie nochmal unterwegs. Also in verschiedenen auf der Welt, wenn das Spiel weitergeht. Das ist eines der Spiele von Capcom tatsächlich. Capcom hatte ja damals die Lizenz zu Disney. Und die haben wirklich große Klassiker gemacht mit DuckTales und mit Chip und Chap und so weiter. Eines der Spiele, die sie auch gemacht haben, war eben dieses Adventures in the Magic Kingdom. Und das ist ganz merkwürdig, weil es ist, ich würde sagen, am ehesten so eine Minigame-Sammlung mit Quizfragen? Irgendwie sowas. Mickey, hey Goofy, es ist Zeit für die große Parade. Wo ist denn der goldene Schlüssel für das Tor? Oh, Mickey, es tut mir leid, Mickey. Ich muss es im Schloss gelassen haben. Spricht er so? So ein bisschen, ne? Donald? Oh nein, soll ich jetzt die Donald-Stimme machen? Gott. Da reißt es mir die Lunge raus. Mach dir keine Sorgen, Mickey. Lass uns jetzt zum Schloss hingehen. Ich hab's zumindest versucht, Leute. Warte eine Minute, Donald. Du brauchst 6 silberne Schlüssel, um das Tor des Schlosses zu öffnen. Und, oh, ich bin mir nicht sicher, wo ich sie gelassen habe. Aber sie sind hier im Magic Kingdom. Ich glaube, Magic Kingdom haben sie einfach Disneyland da genannt, ne? Also das magische Königreich, wo Träume wahr werden und Brieftaschen leer. Donald sagt, was? Du meinst, wir müssen alle 6 Schlüssel finden? Es gibt aber nicht genug Zeit, damit die Kinder zur Parade kommen.
Vielleicht kannst du... Oh, spricht Michi mit mir? Das tut er. Vielleicht kannst du die 6 Schlüssel für uns finden. 5 sind in Attraktionen, aber man muss für den 6. herumfragen. Ich bin mir sicher, dass du es machen kannst, aber beeile dich. Die Parade kann nicht losgehen ohne das. Und ja, da bin ich hier als Johann von Jurassic Park unterwegs und bin hier in einer Miniaturversion von Disneyland oder Disney World, keine Ahnung, ich glaube, es ist Disneyland wahrscheinlich. Unterwegs, da ist das berühmte Schloss in der Mitte. Die Parade kann nicht losgehen. 5. Schlüssel, hat er gesagt, sind in Attraktionen versteckt. Da gehen wir auch gleich nochmal rein. Aber der 6., dafür muss man rumfragen. Wie zum Beispiel den Kollegen hier. Du bist doch Mickys Freund, Ace, ja? Wenn das so wäre, dann müsstest du diese Frage beantworten können. Okay. Wo findet die Story von Dumbo statt? Okay. Quizfragen, die im Jahr 1989 relevant waren, von Kindern, die Disney-Filme geguckt haben. In Kalifornien, in Texas oder in Florida? Das hört sich für mich so ein bisschen nach Florida an, oder? Es ist richtig! Dumbo spielt in Florida. Okay, ich glaube, da ist noch ein Mädchen beim Space Mountain. Die weiß, wo der Schlüssel ist. Space Mountain war eine Achterbahn, glaube ich, ne? Oder so, wo man ganz schnell hochgefahren ist und dann wieder runter. Auf jeden Fall, Wrestling-Fans hören da wieder rauf, dann hören da wieder mit den Ohren gespitzt zu. Ric Flair und seinen Space Mountain sind natürlich auch immer relevant gewesen. Aber nicht hier in diesem Spiel. Da haben wir das Mädchen gefunden, da war der Space Mountain. Ich erzähle dir die Antwort, wenn du diese Frage richtig beantworten kannst. Also anstatt mir den Schlüssel zu geben, muss ich noch eine Frage beantworten. In welcher Cartoon-Serie ist Donald Duck das erste Mal aufgetaucht? Mickey Mouse? Silly Symphonies, Merry Melodies. Okay, in Mickey Mouse? Schwierig. Also Silly Symphonies und Merry Melodies, eins von denen ist das Warner Brothers Ding, ne? Ich sag mal Merry Melodies. Aber falsch. Sorry, ich kann nicht helfen. Sag mir nicht mal die richtige Antwort. Was bist du denn für ein Quizmeister? Sag mir doch wenigstens die richtige Antwort, damit ich's weiß. Damals gab's kein Wikipedia oder kein Google. Da muss ich hoffen, das zu wissen. Okay, nächste Frage. Was warnt Captain Hook in Peter Pan, wenn ein Krokodil in der Nähe ist? Die Uhr ist es. TikTok, TikTok macht sie. Hey, immerhin, das habe ich gewusst. Der silberne Schlüssel, den habe ich gesehen vor dem verzauberten Schloss. Okay. Okay. Da ist er. Alter, ist das... Ist das Bill Kaulitz? Können wir da mal reinzoomen, Regie? Wenn das möglich ist. Der Bart von dem, mit dem Scheitel in der Mitte, oder so. Da, schau an. Ist eindeutig Bill Kaulitz und ich hör's auch, die Musik. Durch den Monsun gehen wir alle durch. Durch den Monsun in Disneyland. Oh Gott, oh Gott, da ist er. Okay, Bill Kaulitz, was willst du von uns wissen? Oh, du bist Ace. Leute sagen, du weißt alles. Dankeschön. Weißt du aber das? Was ist Donald Ducks mittlerer Name? What the fuck, Bill Kaulitz? Fauntleroy? Murgatroyd? Oder Percy? Das merke ich mir fürs Nerdquiz, verdammt. Fauntleroy? Nein. Murgatroyd? Percy? Donald Percy Duck? Murgatroyd? Nein, ist er nicht. Wow, du musst nicht der Ace sein, über den ich was gehört habe. Komm, Billy Boy, frag dich nochmal. Ah, du bist Ace. Ja, ich weiß alles. Ich weiß alles. Also. Wer hat den jüngeren der beiden Hardy Boys in der Mickey Mouse Club TV Show verkörpert? Ich hab doch nur die deutsche Version gesehen. Da waren die dann nicht. Was ist ein Tommy Kirk? Kevin Corcoran? Nein, natürlich nicht. Komm, eine Frage will ich noch beantworten, dann gehen wir zumindest dann in die Fahrgeschäfte rein. Um wie viel Uhr? Hört der Zauber der, hier, von der Fairy Godmother dann auf, bei Cinderella? Mitternacht. Ja. Er gibt mir immer noch nicht den Schlüssel. Okay, ich will diese eine Quizfrage noch beantworten. It's a small world, ich habe keine Ahnung, was it's a small world ist. Muss ich gucken, wo sie rumstehen. Wenn ihr in die Fahrgeschäfte reingeht, das können teilweise gleich ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich werde gleich in 2, werde ich zumindest reinschauen. Und alles schlecht spielende Minigames, muss man sagen. Dafür, dass es ein Capcom-Spiel ist, war ich erstaunt darüber, wie unspaßig das teilweise gewesen ist. Okay, hier ist der Achterbahn. Da ist Tom Sawyer Land. Was soll das da sein? Da!
Das ist It's a Small World anscheinend. Okay, also, Mickey wird sauer sein, wenn er in die falschen Hände fällt. Wenn du sein Freund bist, dann weißt du das. Als ob Mickey all diese Scheiße weiß. Was ist der Name von Mickeys Hund? Wirklich. Wirklich. So eindeutig Butch. Das ist Pluto. Natürlich. Tut mir leid, dass ich an dir gefallen habe. Aber dann, die wichtigste Frage. Da gibt es einen Hund mit einem silbernen Schlüssel. Ich glaube, er ist vorne in der Tür. Also immer noch nicht. Er muss sicherstellen, dass ich der Freund von Mickey bin und stellt knallharte Fragen, aber da fragt er mich, wer der gottverdammte Hund von Mickey ist. Als ob es nicht jeder weiß. Ich dachte, Hund? Du bist kein Hund. Du bist Sonic the Hedgehog. Suchst du von dem Hund? Ich weiß, wo er ist. In welchem Alter hat die, Dornröschen ihren Finger gestochen? Oh Gott. Das ist jetzt wieder, ich glaube, es war mit 15, oder? Nein, war nicht mit 15. Okay, war es doch irgendwie legal in Florida. Keine Ahnung. Das ist ja auch so Gegenstand der Sache, ne? Also, ist ja auch irgendwie nicht, wenn man jetzt Dornröschen sich anguckt, dann schläft sie so lange Zeit, dann kommt dieser komische Prinz und schlabbert sie ab. Das ist nicht cool. Wie viele Mickey Mouse Cartoons gibt's? Das ändert sich doch ständig wieder! Sag doch mal eine Zahl oder so bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine lasch formulierte Quizfrage, mein Freund. Ja, Sonic. Wie viele Cartoons gibt es? Wolltet ihr jetzt absichtlich nicht 69 sagen? Es gibt natürlich 289? Nein, gibt es nicht. Ach Gott. Ich wollte auch die anderen Games zeigen. Okay, ich weiß, wo er ist, aber Freund von Mickeys. Was ist der Name des Bulldogs, der Pluto immer jagt? Brutus? Ist Spike nicht der von... Spike ist der von Tom und Jerry? Butch? Okay. So, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich mal ein Minigame mit rein. Die Minigames können durchaus unterschiedliche Sachen sein. Da werden wir diesen vermaledeiten Hund und den Freund des Hundes und alle hier nicht finden. Manche davon können so ein bisschen jump'n'runnig sein. Hier zum Beispiel. 999 Geister sind in dem Haus, aber... Sie suchen immer nach Nummer 1000. Also stirb bloß nicht. Sei vorsichtig. Und da bin ich hier. So sehe ich anscheinend aus. Kann Kerzen werfen in Ghosting Goblins für Arme. Und ich sage, es ist ja die Firma, die Ghosting Goblins gemacht hat. Dass ich gedacht, dass was Besseres rauskommt als das jetzt hier. Ich kann die Zombies mit Kerzen abwerfen. Und Dracula hat mir ins Bein gebissen. Und seinen Kopf habe ich gerade abgetrennt. Das war cool von mir? Ich weiß nicht. Geh ins Haus rein und kann so Sterne einsammeln. Und guck mal. Spiegel. Oh, es ist ein Spiegel da. Das ist ja der Hammer. Und guck mal. Oh Gott, ein Geist ist im Spiegel. Wer hätte das gedacht? Dann gehe ich da hier unten, damit ich da die Sterne einsammeln kann. Und man muss diese Minigames dann mal ein bisschen jump'n'run, mal ist das andere, ist dann so ein, was war das? So ein Wasserbootrennen, was ich gemacht habe. Gucken wir auch mal gleich. Oh Gott. Jetzt hat er mich erwischt. Und das war's. Ich muss, glaube ich, den ganzen Level wieder von vorne anfangen, wenn du das nicht korrekt schaffen tust. So, gehen wir noch mal eine andere Attraktion hier rein. Ich weiß nicht. Also, wenn du Fan bist von so Trivia-Fragen vielleicht, aber ich habe auch keinen Bock, da ständig herumzulaufen hier, und maue Minigames zocken möchtest, dann wäre das vielleicht was für dich. Es soll in Europa erschienen sein, das Spiel. Ja, auch wenn wir hier nicht die Kultur damals hatten. Okay, es war kein Wasserbootrennen, sondern einfach nur ein Rennen. Und ich kann die Geschwindigkeit, glaube ich... die Geschwindigkeit war es... Naja, Geschwindigkeit auf und nicht da entgegenfahren. Jump. Oh Gott, fahr doch mal hier und sammel die Sachen ein. Ein bisschen komisch, nicht klassisch Gas geben mit dem Knopf, sondern ich schalte irgendwie Geschwindigkeiten hoch und dann muss ich so jumpen. Eigentlich das Konzept von Spielen, da gibt es ein paar coole, die das so umgesetzt haben. Da gab es dieses Buggy-Game auf dem C64, was ich ganz gern gespielt habe. Das hier, dafür, dass Capcom dran saß, not so great, ne? Und willst du dann eine Minigame-Sammlung haben? Wie gesagt, es soll eine europäische Version gekommen sein. Ich kenn's aber auch nur hier. Fahr mal los. Von der Ami-Fassung. Jetzt war ich zu langsam und bin in den Abgrund gefallen. You have to try again. Und schon müssen wir weitermachen oder noch mehr Quizfragen machen. Guck mal, eine Quizfrage möchte ich noch, wenn wir schon dabei gewesen sind. Auch wenn's doof formuliert war die meiste Zeit. Das war schon ein bisschen lustig mit den Quizfragen, muss ich sagen. Da! Ah! Ich kenne dich doch! Wuff, wuff, der Pluto. Oh ja, dieser Hund hier. Kannst du diese Frage beantworten? Dann lasse ich dich den Hund sehen. Aber ich sehe den Hund doch. Er ist direkt da, ist er. Ich kann dich sehen. Bin auf Augenhöhe. Okay, wie viel kostet es,
um die Vögel in Mary Poppins zu füttern. Ich habe Mary Poppins vor 8 Milliarden Jahren das letzte Mal gesehen. Ein Penny, ein Schilling. Tuppence? Es kostet Tuppence! Was auch immer Tuppence ist. Oh, du hast ihm Angst gemacht, indem du so klug warst. Er geht nach Autopia. Es reicht, es reicht. Ich hab mich schon viel zu lange mit diesem Schissel hier abgegeben. Wir können gerne weg davon. Wenn ihr noch eine Quizrunde haben wollt, schreibt's in die Comments mit rein. Ein großer Spaß. Adventures in the Magic Kingdom. Ein anderes Disney-Franchise. Disney ist natürlich nicht nur ihre Serien und ihre Comics, die sie gemacht haben, sondern die haben ja auch ein Filmstudio gehabt, haben damals auch unter dem Namen Buena Vista auch Filme mit richtigen Schauspielern herausgebracht. Mittlerweile gehört denen ja sowieso halb Hollywood, also es ist fast alles Disney. Aber zur damaligen Zeit, es gab einen sehr, sehr schönen Film. Ja, und dazu gab es ein paar nicht besonders schöne Spiele. Vielleicht das bekannteste, was ich jetzt zeigen werde, weil sich der Angry Video Game Nerd schon damit beschäftigt. Also ich spreche von Roger Rabbit. Und Roger Rabbit ist so ein schöner Film. Lass uns einfach mal den Trailer vorher angucken. Das ist die Geschichte von einem erfolgversprechenden Filmstar namens Roger Rabbit und von einem abgewirtschafteten Privatdetektiv namens Eddie Valiant. Booga, booga. Jeder Moment, den sie verbringen, wird zum neuen verrückten Abenteuer. Versteckt mich, Eddie! Das ist ein Film über Freundschaft. Mach schon los, dass du hier rauskommst. Los, raus hier, du mach schon raus. Liebe und Leid. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich an den Ohren gezogen habe. Für jedes Mal Ohren ziehen. Mord. Marvin Acme wurde letzte Nacht von dem Hasen umgelegt. Du hast mich nie gesehen. Sex. Ich würde alles für meinen Mann tun, Mr. William. Alles. Nein. Und Gewalt. Die Tricks, damit erwischt man sie immer. Wo der Hase sich aufhalten könnte, wissen Sie nicht zufällig? Sie sind wohl scharf auf Hasen. Die ganze Sache stinkt wie Windeln von gestern. Das ist eine Komödie. Anders als alle anderen. Ich bin ein Schwein! Ich bin ein Trick! Ich bin nicht schlecht. Ich bin nur so gezeichnet worden. Sag mal, Eddie, hast du einen Hasenuntermantel oder freust du dich so, mich zu sehen? Touchstone Pictures und Steven Spielberg präsentieren einen Film von Robert Zemeckis. Trickfiguren führen sich manchmal idiotisch auf, sind aber nicht bescheuert. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ich fand ihn als Kind, Jugendlicher damals schon, dass er rausgekommen ist. Natürlich, aber den fand ich großartig. Ich habe den zuletzt noch mal geschaut. Es gibt ja diesen einen Streaming-Service, wo man sich die alte Filme der Firma angucken kann. Und der ist mittlerweile da in 4K unter anderem zu sehen. Meine Herren, wie technisch beeindruckend dieser komplett durchgeknallte Film ist. Also ich habe selten so eine bessere Kombination gesehen aus gezeichneten Figuren und dann realen Schauspielern. Was für ein Timing die gemacht haben, wie die Tricktechnik funktioniert, wie abstrus teilweise das alles ist, was da passiert, dass du da Szenen hast, wo Donald Duck und Daffy Duck gemeinsam auftreten. Und so, what the fuck ist denn hier los? Oder Mickey und Bugs Bunny und sowas. Absolut verrücktes Crossover. Das Spiel auf dem NES, gemacht von Rare, ausgerechnet. Ausgerechnet haben sie es gemacht. Ist mega scheiße. Na? Ihr steuert nicht Roger Rabbit, sondern ihr steuert Bob Hoskins als Detektiv. Und ich kann hier herumlaufen und ich kann Roger eine zimmern, wenn ich wollen würde. Hier, Bomb, kriegst du eine. Okay, was auch immer. Und ich muss hier herumlaufen in der Stadt und Schränke durchsuchen. Und jetzt ist gerade eine Pflanze auf mich gefallen und ich bin tot. Man darf das nochmal probieren. Also ganz, ganz komisch. Es ist kein Jump'n'Run. Es hat so ein bisschen mehr, obwohl so ein bisschen Jump'n'Run-Elemente, hat eine Top-Down-Oberwelt, wo ich jetzt hier in Los Angeles herumlaufen kann und in verschiedene Gebäude dann rein. Und sehr komisch. Also es hätte sich, ich weiß, die Story ist ja auch mehr so ein Mystery, ne, Murder Mystery, was aufgeklärt werden soll mit den Toons und allem drum und dran. Aber daraus hier so ein komisches Puzzle-Ding zu machen, hier, da mit dem, oh, ich wollte, jetzt habe ich den gehauen, den glatzen Mann. Spricht er mit mir noch? Can you help me? No, buzz off, nachdem ich ihn eine, da, guck mal, kriegst du noch eine mit mir rein. Aber dafür könnte ich mir vielleicht seinen Schrank angucken. Und der Schrank war leer. Ich bin nie wirklich viel weiter in diesem Spiel gekommen, ne? Wenn ihr euch mal konkret damit beschäftigen möchtet, was da passiert, schaut euch das Video vom Videogame Nerd an. Yes, try searching this building. Und wenn ich in meine Zimmer will, redet er dann noch mit mir? Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß ja, Rare haben durchaus mal eigene Konzepte und Ideen umgesetzt und so ein adventuriges Ding von mir aus, so, jetzt habe ich mit ihm geredet, gepuncht und
No, Buzz Off. Sobald ich, also immerhin, er haut nicht zurück, immerhin etwas. Man kann gerne sowas mit der Idee probieren, aber Gott, ich weiß es nicht. Gut, kann ich hier auch eine rein? Geht das? Geht das? Es geht tatsächlich. Warum macht ihr sowas? Kannst du mir helfen jetzt? Ich habe kurz Hallo gesagt. Also ja, sehr, sehr komisches Spiel. Ich verstehe es nicht. Go away, you horrid man. Das hat sich Bob Hoskins hier auch verdient. Dafür durchsuche ich aber deinen Schrank hier. Also, ah, und ich habe was gefunden. Eine Rassel. Die Rassel von Baby Herman. Ja, immerhin etwas. Keine Ahnung, was ich jetzt damit anstellen soll. Game paused. Irgendwas macht man damit. Aber ich weiß nicht was. Genug. Schreckliches Spiel. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Fasst es auf jeden Fall nicht an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Lasst es einfach. Dann spart ihr euch einiges an Leid. Vor der Werbung wollen wir uns noch einem Franchise widmen. Und da bin ich noch mal bei dem Filmstudio geblieben. Denn Buena Vista, da war mir auch nicht sicher. Ach, tatsächlich, das ist ja quasi ein Disney-Franchise, ein Disney-Film, weil die dann eben für den Film auch verantwortlich gewesen sind. Und eine der frühen Comic-Verfilmungen ist so im Kielwasser von dem Batman-Film von 89 entstanden, war Dick Tracy, der Privatdetektiv, der heutzutage nicht mehr so mega bekannt gewesen ist. Aber das war damals ein Weltereignis, wo dieser Film rausgekommen ist. Und wir werden gleich über das Spiel nochmal sprechen. Aber auch da, schaut euch den Trailer an. Endlich, Touchstone Pictures präsentieren den Film, der als Meisterwerk des modernen amerikanischen Kinos bezeichnet wird. Regie, Produktion und Titelrolle Warren Beatty. Ein schillerndes Staccato an Action und Musik. Eine einzigartige Vision von Gut und Böse. Eine Welt, deren einzige Hoffnung ein Mann ist. Für Dick Tracy, rufe Dick Tracy. Okay, Jungs, es geht los. Die Geschichte eines furchtlosen Gesetzeshüters. Das kommt ins Protokoll. Sie haben auf Ihr Recht zu telefonieren verzichtet. Okay, Tracy. Und eines Waisenknaben, der keiner sein will. Hast du einen Namen? Junge. Junge? Junge. Wer sorgt denn für dich? Wer sorgt für Sie? Zwei ungleiche Partner. Für so einen harten Kerl machst du eine Menge weibische Sachen. Rein mit dir und putz dir die Zähne. Komm schon, Tracy. Nimm mich mit. Die unzertrennliche Freunde werden. Hey, Tracy, pass auf! Worauf warten wir? Schnappen wir sie uns! Jetzt sind sie ein unschlagbares Team. Gib mir kurz die Hand, Detective. Gemeinsam riskieren sie ihr Leben. Auf hier! In Deckung! Schwer in Ordnung, Kleiner. Im Kampf gegen das Unrecht. Sie sind verhaftet. Bleiben Sie unbestechlich. Und dass Sie sich in diesem Augenblick schuldig gemacht haben, einen Gesetzeshüter zu bestechen. Und stellen sich Ihrem gefährlichsten Herausforderer. Ich will Dick Tracy unter der Erde! Warren Beatty als Dick Tracy. Brauchst du dafür nicht einen richtigen Namen? Charlie Cosmo als der Junge. Hab ich doch. Dick Tracy Junior. Wenn du einverstanden bist. Ja, ich bin einverstanden. Und Madonna als Heiserchen Mahoney. Hey, sowas wie dir nenne ich ein richtiges Weib. Was für ein süßer kleiner Junge. Dick Tracy, ein Gangster-Epos von unvergleichlicher visueller Kraft. Mit Al Pacino und Dustin Hoffmann. Dick Tracy, wenn es gilt, das Verbrechen zu besiegen, ist er der richtige Mann. Ich bin schon unterwegs. Was für ein weirder Film. Den habe ich auch vor ein paar Jahren noch mal rein Interesse halber gesehen, weil ich kannte ihn auch nur von der VHS, glaube ich, damals. Madonna mit dabei gewesen. Und das Beste war gerade die Aussprache von dem Typen, der den Trailer vertont hat. Dustin Hoffmann. Nicht Hoffman. Der Hoffmann ist es. Der gute Hoffmann. Und der Al Pacinski ist auch mit dabei gewesen. Und Warren Beatty und Madonna natürlich. Um die Videospielumsetzung, die schauen wir uns kurz noch mal an, haben sich verschiedene Firmen gekümmert. Unter anderem Sega selbst, zumindest Sega hat es gepublished. Ich weiß nicht, ob sie es noch mal dann ausgesourced haben, sozusagen, was die Entwicklung angegangen ist. Es gab auch Computerfassungen zu dem Game, die so ein bisschen was Ähnliches versucht haben. Und Dick Tracy als Detektiv. Dick Tracy erklärt den Krieg zu Big Boy. Das war das Al Pacino, wie er dargestellt hat? Ich weiß keine Ahnung mehr. Na, ich kenne mich in dem Universum nicht so richtig aus. Innerhalb des Spiels hat das zu einem Game resultiert, was zwei Genres miteinander verbunden hat, interessanterweise. Nämlich so ein bisschen dieses Shinobi-artige Run and Gun, ja, dass du da rumläufst und dann schießen kannst. Und springen kannst und ausweichen, das ist wirklich sehr Shinobi-mäßig, aber du kannst auch noch in die hintere Ebene mit deiner Uzi ballern. Ne? Also ein bisschen wie diese Fadenkreuz-Shooter. Sowas wie NAM 1975 auf dem Neo Geo oder Wild Guns zum Beispiel auf dem Super Nintendo. Aber ich kenne kein anderes Spiel, das quasi diese beiden Elemente kombiniert hat. Und das ist eine gar nicht so schlechte Idee. Ja, für die damalige Zeit jetzt, muss sagen, das ist jetzt nicht das allerbeste Spiel gewesen, wo du sagst, hey, da lasse ich wirklich große Klassiker für liegen. Aber dafür, dass es diese Sachen kombiniert hat, finde ich ganz nice eigentlich. Ne? Da musst du also auf zwei Ebenen denken mindestens.
Und ein recht hoher Action-Faktor. Ups. Das ist nach Möglichkeit auch nicht verpasst hier. Ja, eine Sache, an die ich mich auch erinnern kann, die Versionen, die für die Computer damals gewesen rausgekommen sind, teilweise wirklich recht schlecht gespielt. Also das Mega Drive hat hier noch eine vernünftige Steuerung, es sieht auch gut aus, Musik, also ich kann mich echt nicht beschweren. So hat man eben Videospiele zu Film- und Comic-Umsetzungen damals gemacht. Die da dran ist, krieg ich den noch. Und ich kann tatsächlich, ich kann das alles weghauen hier. Ja, nur das Fenster nicht, merkwürdigerweise. Ich kann mich erinnern, dass die Computerfassungen so schlecht gewesen sind, dass die teilweise Prozentwertungen im Einer-Bereich gekriegt haben. Also da gab es irgendwie die Wertung und dann dieses Spiel hat 9% oder so, ne? Und dass die damaligen Zeitschriften aus England aber anscheinend große Kooperationsverträge wohl abgeschlossen haben und Werbeverträge mit dem Spiel. Weil das Spiel, was dann in der deutschen Zeitschrift 9% bekommen hat, hat in den englischen Zeitschriften irgendwie Game of the Year 90% oder so gekriegt. Wo man sagt, ihr habt wahrscheinlich keine einzige Sekunde vom Game gezockt oder die Werbegelder sind ganz groß geflossen da, ne? Und diese Diskrepanz fand ich immer so ganz interessant hier drin. Naja, Dick Tracy soll potenziell noch mal neu aufgelegt werden, wie so alle Comic-Franchises. Der Film selber damals, ihr habt gesehen, da war ordentlich Budget drin, ne? Nicht nur von den Schauspielern her, sondern für die damalige Verhältnisse haben sie auch viel in die Effekte reingewurscht und es reicht eigentlich, weil so viel besser werde ich jetzt hier nicht. Sie haben viel Geld in die Effekte reingewurstet, aber haben nicht so viel an Einspielergebnis dann gehabt. Dafür steht's aber so ein bisschen als Mahnmal der frühen Comicbuchverfilmung mit viel Ambition, das seine Fans hat, das auch was ganz Eigenes bietet, was viele andere Filme nicht bieten, aber das gute Geld, das gute Geld hat leider nicht dafür gereicht. Leute, wir gehen einmal kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind, noch mehr vergessene Disney-Klassiker. Bis gleich. Willkommen zurück aus der Werbung beim Retro Club. Ich darf immer noch euer Gregor sein und wir kümmern uns immer noch um vergessene Disney Games. Und wir gehen auf eine Disney-Verfilmung eines bekannten Werkes, was natürlich auch schon häufiger adaptiert wurde. Disney haben einen abendfüllenden Zeichentrickfilm draus gemacht. Wir gehen auf das Ingame drauf. Mega Drive Version schauen wir uns an von Pinocchio. Er wollte doch nur ein Junge sein. Aber die Nase war aus Holz. Pinocchio wurde zu einem Videospiel umgesetzt, da Aladdin auf dem Mega Drive so ein großer Erfolg gewesen ist von Virgin Interactive damals, oder Virgin Entertainment Interactive, bin mir auch nicht mehr sicher, wie sie genau hießen, was vor allem durch die Animationsphasen sehr geglänzt hat, wurden noch mehr Spiele umgesetzt auf das Mega Drive. Wir hatten König der Löwen beispielsweise, was noch viele Leute kennen, und das Dschungelbuch, das ist auch ein bisschen bekannter. Pinocchio hat man nicht mehr so präsent. Gibt auch eine Super Nintendo-Fassung davon, die aber dank der Auflösung nicht ganz so hübsch ausschaut. Hier ist dafür die Farbwahl ein bisschen dumpfer, aber schaut euch an! Der sieht ganz cool aus, ne? Also ich meine alleine die Animationsphasen hier, ne? Wenn er so rumläuft, ich möchte ein Junge sein, hops, hopsi, dops, meine Nase. Und das war so ein bisschen das auch Alleinstellungsmerkmal der Disney-Verfilmung damals, oder die Spielumsetzung der Disney-Verfilmung, dass dann gesagt wurde, hey, guck mal, was du während der 16-Bit-Ära mit der coolen Technik hier anstellen kannst. Ein cooles Spiel ist nicht dabei rausgekommen. Das ist so ein bisschen schade. Was ich hier machen muss, irgendwie, ich muss herumlaufen und zur Schule und auf dem Weg dahin Bücher finden. Irgendwie sowas. Ne? Das hängt wahrscheinlich auch wieder mit dem Film zusammen, dass die ganzen Szenen hier Parts des Filmes entsprechen. Ich habe leider noch nicht die richtigen Items, um weitere Aktionen außer das Springen hier zu machen. Warte mal, da war eine Seite. Will ich nehmen? Nein, wirf mich doch da nicht nach oben. Und, da ist auch der Pfeil für die Schule. Guck mal, nehmen wir das Blatt und gehen einfach hier durch die. Ich dachte, da kann man rüberspringen, aber es ist eine Wand, wo ich nicht durch kann. Es war so ein bisschen puzzelartig aufgebaut und, ja, ey, die Animationen sehen gut aus, aber ich finde, es kann mit so einem Aladdin leider nicht ganz mithalten. Auch nicht mit dem Dschungelbuch und auch nicht mit dem König der Löwen als Videospiele, die da so ein bisschen traditioneller rübergekommen sind. Immerhin, das hier hat aber, Charakterwechsel, das Spiel. Denn man steuert nicht nur Pinocchio, sondern auch Jiminy die Grille. Jiminy Cricket. Je nachdem, in welchem Level man ist. Wir gucken mal, ob wir den Part hier schaffen können. Wenn nicht, habe ich noch einen Save gemacht, sodass wir zumindest in den Jiminy-Level dann mal reingehen können. Und das ist immerhin auch eine schöne Sache, dass man nicht nur auf einen Charakter festgelegt ist. Oh, hier voll die Combo gemacht, ne? So Speedrun-Strats. Das ist ja auch schon mal ganz cool. Und die
die Gänse hier, entweder beißen die mich oder ich kann sie. Bin ich jetzt tot? Nein, ich habe nur Energie verloren, glaube ich. Oder ich kann sie auf Gegner hetzen, das funktioniert auch. So, wo komme ich denn zur Schule? Steht da Schule auf dem Schild? Nein. Versuch mal durchzugehen. Ach, da müssen wir natürlich oben rüber, wenn wir es nicht hinbekommen. Ja, und irgendwie unter diesen ganzen Sachen, die Aladdin-Sachen wurden nochmal aufgelegt. Hier König der Löwen und auch das Dschungelbuch kommt demnächst, glaube ich, nochmal als Remaster, in Anführungsstrichen Auflage, dass man es bei Steam spielen kann. Aber Pinocchio wurde irgendwie nochmal wieder gemacht. Vielleicht liegt das an... Kann mich das hochschleudern? Da. Das Pinocchio-Spiel, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es nochmal thematisiert wurde, weil es ja eines dieser Public-Domain-Sachen ist, weil Pinocchio an sich gehört ja Disney nicht. Aber sie tun gerne so, ne, dass alle die Sachen, wo sie mal Filme dann hergestellt haben, aus alten bekannten Geschichten, sie denen dann gehören. Und eventuell ist das was Marketingtechnisches, dass sie dann weniger Geld oder so rausbekommen. Keine Ahnung, wie sie sich das gedacht haben. Das Spiel auf jeden Fall, außer der Originalfassung, habe ich es nicht wirklich so richtig im Blick. Ich lade mal den nächsten Level. Weil da haben wir es in die Schule geschafft, wenn wir durch das richtige Tür, durch die richtige Tür gehen. Und da, wir werden verzaubert von der guten Fee und kriegen dann irgendwas Rotes, fliegt uns aus der Tasche, gehen durch und gehen in die Schule und lernen Algebra. Aber nein, unser Sparbuch wird geklaut vom Fuchs. Follow me, said Honest John to Easy Street and the Stromboli Marionette Show. Ich habe versucht, Pinocchio zu warnen, dachte Jiminy, aber er hat nicht zugehört. Oh Gott. Warum hat er bloß nicht zugehört? Und jetzt bin ich als Jiminy Cricket unterwegs und schau dich mal an, wie groß alles da ist, ne? Das ist tatsächlich ganz cool, ne? Dass der Level hier so designt wurde. Und ich kann mich auch runterschweben lassen. Aber nicht zu weit runter anscheinend. Und gleich das Leben hier gekostet. Immerhin haben sie sich noch mal ein paar andere Sachen überlegt. Und ja, mich hat das nie so enorm angemacht, muss ich mal sagen. Das Visuelle sieht zwar cool aus, das Spiel an sich aber. No idea, ob es dann so riesige Fans hat wie die anderen Sachen. Soll ich überhaupt da runter? Nein, anscheinend nicht. Wir probieren noch ein Leben aus. Findet ihr, wie gesagt, auf dem Mega Drive, auf dem Super Nintendo. Auf dem Super Nintendo, wenn es solche Spiele gegeben hat, die auf beiden Plattformen rausgekommen sind, das Super Nintendo, obwohl es eine ganz gute Farbpalette hatte, der Nachteil ist es, dass das Super Nintendo oft eine recht geringere Auflösung als das Mega Drive hatte bei Spielen. Und gerade bei solchen Games, die dann mit aufwendigen Modellen rüberportiert wurden, man sieht zum Beispiel recht deutlich, dass es wesentlich verpixelter ist auf dem Super Nintendo. So merkwürdig, die Version würde ich nicht empfehlen. Es sollte auch noch mal ein Port entstehen für das Sega 32X, der nie rausgekommen ist. Außer im Internet, weil da ist irgendwann mal die Version geleakt. Aber soweit ich sehen konnte, ist sie auch nicht besonders viel anders als das, was wir hier bereits gesehen haben. Muss ich hier, ist das eine Tür? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Ne? Unten kratzt er ab, da kommen hier die Motten hier und beißen dich in den Hintern. Und die Spinnen. Nee, und dann ist es vorbei. Genug von Pinocchio. Wollten wir noch mal hier kurz präsentiert haben und mal mitnehmen. Wir haben schon viele bekannte und bekannte Disney-Charaktere und welche aus den zweiten Reihen uns angeguckt. Gehen wir jetzt zum Superstar. Die nächste Matze lassen wir ablaufen. Donald, der Duck. Natürlich, Quackshot, eines meiner Lieblingsspiele. Donald in einem Action-Adventure-Jump'n'Run unterwegs. Mit dem Pömpel haut der Kader Carlo kaputt und versucht sich durch die ganze Welt nach Schätzen zu begeben und fliegt herum mit Tick, Trick und Track. Ganz großer Klassiker auf dem Mega Drive, habe ich auch schon recht häufig hier im Retro-Club dann vorgestellt. Auch viele andere Sachen, The Lucky Dime Caper, auch eines meiner Lieblingsspiele. Und ich werde irgendwann mal ein richtiges Donald-Special machen. Da hat sich, glaube ich, auch Kollege Fabian dafür angemeldet, dass wir mal so ein bisschen auch durch andere Games durchgehen. Ein Spiel, das da potenziell mit drin vorgekommen wäre, aber was auch so ein bisschen zu den vergesseneren Donald-Spielen zählt, ist auch ein Game aus der 16-Bit-Ära. Kam auch für das Super Nintendo und das Mega Drive raus. Hier gucken wir uns mal die Super Nintendo-Version an, nämlich Maui Mallard in Cold Shadow. Gehen wir aufs Ingame drauf. Disney Interactive gepublished. Ich weiß nicht, ob es so eine Side-Story ist oder wo Donald Duck so ein ganz eigenes Abenteuer machen kann. Das hat so ein bisschen, weiß nicht, ob so, ja, okay, Phantomias war dann der Superheld und das ist eher Donald Duck, der Kung-Fu-Superagent, irgendwie so. Er ist jetzt auf jeden Fall hier unterwegs und löst Verbrechen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall
läufst du hier herum und machst coole Sachen. Ja, das Idol hat die Insel für Jahrhunderte beschützt und heute Abend ist das Idol verschwunden und whatever. Ja, Donald muss das Ding zurückholen und dann wird alles gut. Also, funktioniert das Jump'n'Run wie viele der Games damals? Das Schöne war dran, dass es eine ganz gute Animation hat. Ne? Also Donald, der ist hier fesch animiert, hat auch hier sein sommerliches Outfit an mit der Mütze. Ein bisschen schwieriger wird es, bin übrigens gerade hier in die hintere Ebene gegangen da, ein bisschen schwieriger wird es mit der Steuerung, die ein bisschen ungelenk für mich rüberkommt, damit ich mich hier so umdrehe. Das dauert immer so einen kleinen Moment, ne? Und das irritiert mich dann ein bisschen. Ich bin da so ein bisschen an flüssigere Bewegungsabläufe gewöhnt. Schieß hier mit meiner Kanone. Donald Duck, der schießt, okay. Was auch immer da rauskommt, aber es kommt da was raus. Und ich arbeite mich durch die puzzelartigen Level hier durch. Das sind die Rücksetzpunkte. Versuchen wir uns mal hier so durchzuhangeln. Maul Mallard war ein Spiel, was ich damals auch eine Zeit lang gezockt habe. Es hat mich aber nie so sehr gepackt, muss ich sagen, wie dann ein Quackshot oder ein Lucky Dime Caper auf den Sega-Konsolen. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das heißt eben, dass man mit der Art des Games zurechtkommen muss und dass es durchaus mal ein bisschen kniffliger sein kann in bestimmten Fällen. Auf jeden Fall verdient es aber seine Lorbeeren in Sachen Animation. Ne? Und das ist eine coole Sache. Die gefällt mir insgesamt vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der Look von Pinocchio, der ja so ein leicht unter Farbarmut litt auf dem Mega Drive. Dafür hier, dass wir die Super Nintendo-Version von Maul Mallard schauen. Sieht das aber zumindest auch nicht zu verpixelt aus, finde ich. Steht mal da rum. Warte mal, hier muss ich drauf springen, oder? Genau. So, lassen wir mal hier hin. Sprungeinlagen, schwierig mit dem Umdrehen hier. Ey, und was ich nicht ausstehen kann, sobald ich mich umdrehe, geht der Screen komplett plopp, plopp, plopp. Wie soll ich denn da präzise springen, wenn der Screen die ganze Zeit so rumwuckelt? Das ist nicht geil. Guck mal, ne? Ich denke schon, ich verpasse die Plattform, weil ich will eigentlich nur rangieren da kurz. Aber ja, das hatten viele Games der damaligen Zeit auch an sich, dass da jemand nicht zu 1000% zu Ende gedacht hat. Was die Sprungeinlagen angeht. So, immerhin. Wollte ich gerade sagen und bin da runtergefallen. Ja gut, dann gehen wir hier einfach rauf. Gucken, wo wir durch können. Und ja, no, ich habe auch eher die Super Nintendo-Version gespielt als die Mega Drive-Fassung. Also bin ich mir da nicht so zu 100% sicher, ob es da signifikante Unterschiede außer beim allgemeinen Look gegeben hat. Also es gibt ja manchmal solche Spiele, da sind die beiden Versionen sehr unterschiedlich. Haben teilweise anderes Level-Design. No? Hier habe ich 12% der Schätze gefunden. Das war nicht so viel gerade. Hätte man noch mal ein bisschen mehr dann finden können. Lop. Och komm, lass mich doch hier noch mal springen. Die Big Ben-Musik, haben wir da gehört. Plattformen, die runterfallen. Wenn jemand einen Patch dazu machen will, also wenn jemand von euch sagt, ich mache einen Maui Mallard-Patch, mach mal dieses Ding, dass die Grafik hin und her geht beim Umdrehen. Mach das mal weg. Das ist nämlich Quatsch. Braucht kein Mensch. Komm mal nicht hoch. Oh, wisst ihr, an was mich das Game hier auch erinnert? Das ist eigentlich eine Assoziation, die ich, vielleicht hatte sie damals auch schon, aber es gibt ja auch dieses Pitfall-Game für das Super Nintendo und das Mega Drive. Was auch so ein bisschen, ja, diesen Dschungel-Südsee-Look, dann hatte ich hier zwar natürlich im ersten Level hauptsächlich. Ach, warte mal, kann ich nicht Plattformen zerstören? Nee, ich glaube, ich denke ein anderes Spiel hier. Kommt nicht so weit runter. Egal aber auch, ne, da muss man sich länger damit beschäftigen. Das machen wir hier erstmal nicht. Es reicht mal mit Maui Mallard. Wenn ihr große Erfahrung mit dem Spiel habt, schreibt es gerne in die Comments mit unten rein. Da würde mich mal ein bisschen Expertise von erfahreneren Leuten denn interessieren, wie gut oder wie nicht gut das Spiel eventuell später wird, weil ich bin vertrauter mit den vertrauten Games, wie einem Quackshot. So, zu dem nächsten Franchise. Gab es einiges an Spielen und ich muss mich entscheiden, welches ich nehme. Wir lassen mal die nächste Mats laufen. Das wäre eine Option gewesen. Das ist nämlich Die Schöne und das Biest. Das hier ist Roar of the Beast auf dem Sega Mega Drive. Ein Jump'n'Run mit dem Beast selber. Und es gibt auch ein Schöne und das Biest Spiel, basierend natürlich auf der Disney-Verfilmung aus den 90ern, auf dem Super Nintendo, was, glaube ich, von Sunsoft gemacht wurde, zumindest einer japanischen Firma, das auch so eine Art Action-Jump'n'Run ist, aber ein komplett anderes Game, wo du das Beast steuerst. Also interessant, es ist kein Port, sondern ein komplett anderes Game. Die beiden wollen wir uns aber nicht angucken, sondern vorbereiten auf das interessanteste aller Schöne und das Biest-Spiele, nämlich das Abenteuer von Belle. Oder auch genannt Belles Quest. Weil wer Beast sagt, der muss auch Beauty
sagen. Wir sind auf dem Mega Drive weiterhin und es muss, glaube ich, auch von den gleichen Leuten gemacht sein. Ja, Sunsoft hier auch entsprechend. Ja, dann hat Sunsoft wahrscheinlich alle Beauty and the Beast Sachen gemacht, aber unterschiedliche Games für alle Plattformen, inklusive zwei verschiedenen Mega Drive Games. Da tanzen sie. Die Schöne und das Biest. Mit der Musik. Aber Belle möchte natürlich ihr eigenes Abenteuer erleben. Ich habe die Tasten für A, Ente, nein, fürs Ducken natürlich, für Spielen und für Springen und für Spezial. Was mich ein bisschen irritiert hat bei dem Spiel, warum geht Ducken nicht einfach, indem man das Steuerkreuz runter macht? Ja, irgendwas ist los. Oh Gott, geh mal los, Belle, mach mal irgendwas. Ein Jump'n'Run-Adventure, will ich sagen. Ich bin hier mit Belle unterwegs. Ich kann springen, ich kann mich ducken. Ja, ich darf nicht vom Vogel erwischt werden, weil der ist böse, auf jeden Fall. Und ich habe Special, aber das macht gar nichts. Hier, ich hätte mich ducken müssen, nicht springen. Dann hätte ich nämlich keine Energie verloren. Man kann hier herumlaufen in der Stadt. Ich muss mich natürlich vor Gaston verstecken, weil den wollen wir nicht. Ja, wir lieben nur das Biest. Hier sind die Leute und ich kann mich bei Bedarf in Türrahmen verstecken. In manche der Häuser kann ich auch reingehen, weil hier, mich soll der Futzel hier nicht erwischen, der Le Fou. Hey Gaston, da ist sie. Oh Gott, und der verrät mich immer und dann kommt er hinterher und verwickelt mich in ein Gespräch. Das ist so dann wie der unangenehme Partygast. Nein, ich muss leider weiter. Ne? Das wollen wir natürlich vermeiden. Und ja, wir müssen irgendwie an denen vorbeikommen. Dann macht er nochmal. Und Becker, ah, hier haben wir ihn nicht gesehen. Okay, haha, du bist blöd. Becker konnte ich auch nicht rein. Manche dieser Türen, da kann man auch reingehen und die haben dann Minigames. Und ja, du musst so ein bisschen adventure-mäßig dann bestimmte Sachen lösen, damit du dann weiterkommst. Ich weiß nicht, warum sie dann eher so ein Spiel draus gemacht haben. Ich habe auch nicht zu 100% was dagegen, weil puzzleartig kann es gerne von mir aus in bestimmten Fällen auch mal sein. Aber muss ich. Oh, da hat er mich wieder. Gaston, da ist, ich verstecke den Türrahmen. Haha, Versager. Nichts gefunden hier. So. Und? Da? Können wir immer noch nicht rein. Kann man auch gerne mal sowas in der Richtung machen. Meins ist es nicht unbedingt, oder es muss zumindest spannender sein als Adventure hier. Ne? Ab und zu mal kriegst du Minigames, natürlich, klar. Das werdet ihr, glaube ich, gleich sehen, weil irgendwo kann ich mal in eine dieser gottverdammten Türen rein. So, oh, jetzt habe ich mal gesprochen. Oh, this is Rockslide Season. Okay, haben mir nichts Richtiges zu erzählen gehabt. Irgendwo in die Bücherei kann ich rein, das weiß ich noch. Mal gucken, ob ich sie erwische. Da ist die Bücherei. Da kann ich rein. Und ich habe mich für das eine Buch in der Auslage interessiert. Da sagte, hallo Belle, ja, ich habe das Buch für dich zurückgelegt, aber könntest du mir einen Gefallen tun? Kannst du die Bücher mal sortieren? Okay, aber warum nicht? Bücher katalogisieren, sortieren. Irgendjemand steht jetzt am oberen Bildrand und wirft Bücher runter, die ich einfangen muss, indem ich sie berühre. Und dann anscheinend innerhalb einer Millisekunde in den Schrank da rein tue. Oh Scheiße, jetzt ist mir eins runtergefallen. Das heißt, dieses Wissen ist unwiederbringlich verloren. Ja, du kannst Minigames natürlich machen. Von mir aus. Denk dir da was aus. Ist das der Weisheit letzter Schluss? Na? Ein Spiel, wo man sich vor Gaston versteckt, mit Leuten redet und jetzt habe ich noch nicht mal die Bücher alle geschafft. Gott verdammt nochmal. Aber krieg ich dafür wenigstens mein Buch aus der Auslage? Anscheinend habe ich es, ne? Und hier, meine besten Freundinnen. Haha. Da reden sie mit mir. Oder machen sie sich über mich lustig? Oh nein, da ist er wieder. Lauf dir einfach vor dir weg. Da hat sich das. So, irgendwas muss ich ja noch machen, wahrscheinlich mit anderen Leuten reden und was lösen, weil hier war ich schon zu einer Sackgasse gekommen. Denn, oh Gott. Der eine Vogel hat mich wieder gebissen. Wer eigentlich diese Idee hat, das sieht zwar cool aus für einen 3D-Effekt, aber ich kann nicht sehen, wo mein Charakter ist. Die meiste Zeit. Ja, man sollte nicht so inflationär die hier benutzen. Hier ist Morast. Muss hier aufpassen, dass Belle nicht einsinkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich also immer so ein bisschen springen. Wollen wir mal machen. Und, oh, ducken. Ach ja, ducken. Brauchst du einen Knopf. Geht nicht mit dem Steuerkreuz nach unten. Da bevorzuge ich fast die anderen Games. Und jetzt ist hier ein Stein. Da komme ich nicht rüber. Nicht mit Special, nicht mal anderes. Ich hätte wahrscheinlich noch mit Leuten reden müssen. Um da was zu lösen. Ja. Bells Quest ist das. Ist es toll? Wahrscheinlich eher nicht. Na? Genug auch davon. Vielleicht können wir uns auch mal mit den anderen Schöne und das Biest spielen beschäftigen im Rahmen einer anderen Folge. So, wir gehen mal in den TV-Bereich von Disney. Und einer der etwas obskureren Charaktere, würde ich sagen, könnt ihr euch noch an diesen Katzenpolizisten erinnern? Bonkers
hieß der. Ist ab und zu mal im KRTL-Samstagsprogramm gelaufen, wenn ich mich nicht irre. Oder zumindest in dem Umfeld da ausgestrahlt worden. Und hatte ich auch jetzt nicht so direkt als Disney-Serie verortet, aber es ist anscheinend eine und auch eine, wozu Videospiele dazu entstanden ist. Aber vorher wollen wir einmal das Intro uns anhören. Angefangen hat's in Toontown, da war der Filmstar weltbekannt. Hollywood Held, schwamm nur im Geld, spielt da an die Wand. Heute geht nur in Downtown, auf und ab als Polizist. Schreckt der ganze Stadt und schreckt das Polizeifunk, schreckt vor wirklich nicht zurück. Rück, 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 unser Mann weiß, wie das geht. Schreckt Alarm, kommt er auch nicht zu spät. Jetzt kommt, yeah, völlig verdreht. Das die Erde bippt, hier steht einer die Schau. Tschüss, Wiedersehen, Ade und Ciao. Dieser Typ, der ist ja übergeschnappt. Und immer noch was immer war. Er bleibt Bonkers. Aus Hollywood, der Hollywood, in Hollywood, der Hollywood Star. Es ist ein Luchs und kein Kater, habe ich gerade gelernt. Der listige Luchs von Hollywood. Wir gehen aufs Ingame rauf. Von Capcom gemacht. Ja, Capcom hatten auch weiterhin die Lizenz und von 1994 glaube ich das Spiel hier Bonkers auf dem Super Nintendo. Lasst euch nicht in die Irre führen, dass da Capcom draufsteht, weil so geil ist das Spiel leider nicht. Also zumindest war es nicht mein Fall. Bonkers, Disneys Bonkers steht sogar im Titel. Drin, press start, gehen wir mal los. Oh, das ist der Hut von Mickey und Aladdins Lampe und wurden alle geklaut, hier müssen wir natürlich wieder zurückholen. Ich meine bestimmt mal ein paar Folgen Bonkers gesehen zu haben, aber jetzt nie so präsent, dass ich über die Charaktere oder sonst was sagen kann. Hey Lucky, schau dir das an. Es sagt dir, dass ein unidentifizierter Dieb sich mit den drei wichtigsten Hollywood-Schätzen von dannen gemacht hat. Ich werde das Smithsonian, das Museum, dann benachrichtigen. Das ist ja echt. Ja, jemand hat den Sorcerer's Head von Mickey dann erwischt und die Stimme von Ariel und die magische Lampe. Oh Gott, die Stimme von Ariel auch noch. Bonkers. Können wir nicht irgendwann mal einen Fall bekommen, können wir den Fall nicht mal zugewiesen bekommen, bevor wir einfach da reinspringen? Lucky, das sind die wichtigsten Beiträge zur Welt von der Toon-Welt und der whatever. Scheiß auf die Story. Ganz ehrlich. Wobei ganz harte Sachen, die da geklaut wurden. Bonkers! Kann er rumspringen? Sieht auf den ersten Blick wirklich nicht so schlecht aus, aber er ist nicht so schlecht, muss man sagen. Was mich so ein bisschen irritiert, ihr seht diese komische Dash-Leiste hier unten. Ich kann mit der Y-Taste einen Lauf hier hervorrufen und ich kann den Gegner reindotzen dabei zum Beispiel. Allerdings kann ich sie nicht damit erledigen, sondern muss dann nochmal draufspringen, um das zu machen. Oder in diesen Ballons hier draufspringen. Und irgendwie, so dass das Handling ist es okay, aber irgendwas fühlt sich nicht ganz so fresh damit an. Weiß nicht, ob es dann so die Art des Level-Designs ist oder ich hätte vielleicht noch eine Lauftaste, eine richtige, präferiert, anstatt dieses Dashen zu machen, was dann kurz vorher aufhört am oberen Rand der Treppe, sodass mich der Affe mit dem Baseball abwerfen kann. Typisch, was dann passiert. Ja, Capcom hat auch nicht immer mit Milch gekocht, sondern ab und zu auch mal mit Wasser, mit Luchswasser. Er ist ein Luchs. Wer hätte das gedacht? Och, jetzt hör mal auf. Mit deiner Baseballkeule. So, warte mal, ich konnte doch noch was werfen, ne? Oder? Da, Bomben. Och, jetzt. Ich wollte ja entkommen, aber kriegst eine Bombe ins Gesicht. So. Das hilft ein bisschen besser. Das Laufen kann ich eigentlich auch ignorieren. Der ist, glaube ich, ein guter. Aber die war nicht so gut. War das der Rücksetzpunkt wenigstens? Okay, jetzt war einmal der Rücksetzpunkt hier. So, kriegst eine Bombe ins Gesicht. Oh Gott, ich wollte sagen, du kriegst eine Bombe. Ach, der andere, jetzt, ich erwische den nicht. Dann esse ich dieses Törtchen, das gibt mir wenigstens Energie wieder zurück. Dafür kann ich hier springen und Sachen machen. Ja, ein paar lustige Ideen haben sie schon ausgedacht, ne? Hier kann ich zum Beispiel Schwimmreifen mit dem Männchen hier rein, hihihi, wie lustig. Und so weiter. Aber das fühlt sich für mich so ein bisschen an, da hat er die Leidenschaft für den Charakter Bonkers gebrannt, als dieses Spiel gemacht wurde. Ich weiß nicht so ganz, ne? Also, es war wahrscheinlich dann eher eine Auftragsarbeit. So, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht gegrillter Luchs werde. Und wieder auf den Hund drauf.
Jetzt lass mich hier. Springe ich mal hoch. Und ich habe ein extra Herz eingesammelt, was mich nochmal höher jumpen lässt. Sammle dazu noch meine Embleme ein. Da bin ich in Donald Ducks reichen Palazzo hier angekommen und hab's da reingeschafft. Ja, Leute, klärt mich gerne mehr über Bonkers auf. Ob Spiel, ob Charakter, ob Serie. Vielleicht hat Donald Duck die ganzen Sachen geklaut. Der hatte wirklich einen großen Palast hier, ne? Wo kann er sich das alles leisten? Das ist wahrscheinlich Onkel Dagobert schon längst abgetreten und hat ihm die Sachen vererbt. Nein, er würde doch niemals alles nur Donald vererben, ne? Oder? Oder das machen? Weiß nicht. Genug. Dazu ein Game habe ich noch für euch. Und lasst uns mal ein bisschen was Aktuelleres nehmen. So ein, zwei Jahre danach, nämlich Mitte der 90er. Wir lassen mal die nächste Mats laufen. Toy Story. Natürlich, Pixar gehört ja auch zu Disney. Hier sehen wir das mitbekannteste Toy Story Game in der Mega 3-Fassung. Tatsächlich grafisch finde ich immer noch sehr schön umgesetzt. Ja, mit der Render-Optik, die sie genommen haben. Weil es sieht mit großen Figuren schön animiert aus. Hat verschiedene Arten von Leveln gehabt. Und ja, das ist das, was gerne mal dann gezeigt wird. Natürlich, Toy Story haben x-fach mehr Spiele gehabt. Ich will jetzt gar nicht erst anfangen von sowas wie Kingdom Hearts. Oh Gott. Aber da sind sie auch mit dabei. Das Toy Story Level war sogar gar nicht mal so schlecht in Kingdom Hearts 3. Immerhin verglichen mit vielen anderen, wo sie sich dann abgegeben haben. Das Spiel, was wir uns aber einmal noch mal angucken wollen, wir gehen aufs Ingame drauf, sind auf der PlayStation 1. Was für ein Toy Story Game können wir uns angucken? Ist es ein Jump'n'Run? Ist es ein Puzzle? Ist es ein Adventure? Nein. Es ist. Gleich noch Entwicklerlogo hier. Disney Interactive, natürlich müssen wir das auch sagen. Es ist ein Rennspiel. Und zwar kein normales Rennspiel, sondern ein Kart-Rennspiel. Natürlich. Toy Story Racer. Wo Mario und Wario nicht karten können. Immerhin, Traveler's Tales. Sehen wir auch das Entwicklerlogo. Von denen so viele Logos hier drin. Eine Firma, die für Qualität steht. Und jetzt so schlecht ist dieses Toy Story Racer von dem, was ich gespielt habe, nicht. 2001 rausgekommen. Ist speziell Mario Kart mit Toy Story Figuren. No. Muss man nur gucken, ob man dann eben in der Welt, wo es Mario Kart als auch Crash Team Racing zum Beispiel, Diddy Kong Racing, die ganzen anderen Franchises gibt, ob man einen Toy Story Racer unbedingt braucht oder nicht braucht. Wir starten mal ein neues Spiel. Und können ein paar Charaktere auswählen. Wir machen mal One Player. Woody. Wir haben das Auto. Wir haben Buzz Lightyear. Und wir haben Bo Peep, das Mädel. Ich nehme. Okay, das ist. Ist das Tom? Nee, wer spricht denn? Tom Hanks spricht denn, ne? Aber wahrscheinlich nicht hier direkt im Spiel. Haha, also bist du mein Favorit. Ja, klar. Ich liebe dich doch, Woody. Du bist mir mein liebstes Spielzeug. Lass uns losfahren. Immerhin stilgemäß einen kleinen Go-Karts. Ja, it's a card game, ne? Ich habe die Möglichkeit, noch ein Turbo einzuschalten und natürlich die Items, die ich aufnehme, zu aktivieren. Ich glaube, der Turbo hier sind dann Batterien. Sie haben sich immerhin Mühe gemacht, dass in diesem ganzen kindlichen Design dazulassen. Oh, ich habe das UFO da drauf gehauen und ich bin nicht besonders gut gefahren, war aber trotzdem Erster. Immerhin hier. Ja, ich habe auch meine Kart-Favoriten natürlich. Ich habe ja schon erwähnt, Diddy Kong Racing ist heute noch mein liebstes Kart-Spiel. Wenn ich das damals gezockt hätte, wäre ich jetzt nicht so weit weg von den ganz großen Kart-Spielen der Jahrtausendwende mit 2001. Ist bestimmt eines, wo man sich nicht unbedingt beschweren müsste, wenn das unterm Weihnachtsbaum oder wann auch immer die Gelegenheit ist, so ein Game zu spielen, dann da gewesen wäre. Packen wir die Billardkugel da nach hinten. Oder die Spielkugel. Und ziehen hier nochmal durch. Oh Gott, dieser zweigeteilte Weg irritiert mich. Da fahre ich immer in die Mitte. Hätte mal ein bisschen schlechter fahren können. Eine andere Alternative, die ich auch potenziell genommen hätte, es gibt noch so ein nettes Third-Person-Jump-'n'-Run-Action-Adventure. Oh Gott. Lap 4? Ich dachte, das wäre schon das Ende. Na gut, warte mal. Mal gucken, ob wir das doch zu Ende kriegen. Eins, was zur Wahl stand, da gibt's, ich glaube, es ist Toy Story 2 für die PlayStation, haben das genannt, wo du Buzz Lightyear spielst. Ja, war Buzz Lightyear, ne? Und dann in so einem 3D-Jump'n'Run durch das Zimmer, das Kinderzimmer dann durchsteigen kannst. Gott, Lap 5. Okay, last lap. Ziehen wir durch. Dürfen wir uns nicht von den Aliens hier erwischen lassen. Also nochmal konkret und nicht an die Wand fahren hier, Gregor.
wollen wir mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Ja, was ihr auch gerne machen könnt hier, ich habe hier noch eine kleine Auswahl in dieser Folge gemacht. Ich hätte mindestens noch eine Folge voll füllen können mit weiteren... Alter, da sind die ganzen ausgefallenen Leute hier. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Da zittert und freut sich der Woody. Könnt ihr gerne auch in die Comments mit reinschreiben, wenn ihr noch Ideen für vergessenere Disney-Spiele habt, obskure, wie er sich freut. Das ist doch schön. Winner, Winner, Chicken Dinner. Haben wir uns abgeholt. Jawohl. Denkt daran, da liken, Fingerhakeln, genug auch von dem Spiel hier gesehen. Könnt ihr alles bei Social Media machen. Da freuen wir uns dann da drauf. Und wie gesagt, schreibt gerne mehr solche Disney-Games in die Comments mit rein, als auch die, die ich habe. Können wir gerne mal zusammenführen und dann noch eine Folge machen. Ich hoffe, ihr wurdet unterhaltsam informiert. Das war es und ich sage Tschüss.